Der große Rundgang im SMP Automobilhandels AG Imperium startet mit einem Riesenauto für SMP, eigentlich der Spezialist für kleine Fahrzeuge, diesmal mit einem X6, ja, der so groß ist wie zwei Smarts, oder? Ich grüße dich, Christian. Hallo, Sven. Großer X6, der da ist. Der ist voll, Head-Up-Display, alles drum und dran, knapp über 40, ein Jahr Garantie? Ja, genau, richtig. TÜV neu, Inspektion neu, ein Jahr Garantie, alles dabei. So, das ist jetzt neu. Du sagst zu mir, habt ihr jetzt immer mehr auch große Fahrzeuge mit dabei. Ihr seid Teil eines Konstruktes, wo ihr in einer ganz großen Gemeinschaft Gebrauchtfahrzeuge zukaufen könnt, oder? Ja, genau, das ist richtig. Wir sind ja seit einigen Jahren nicht nur der Spezialist für Kleinwagen, sondern auch im Mehrmarkensender-Konzept. Und dementsprechend ist es jetzt auch möglich, interessante Inzahlungnahme wie dieses Fahrzeug dann auch selber weiter zu vermarkten. So, hier steht er. Der ist Baujahr 2016, 43.000. Das ist spannend. Wenn ich ihn kaufe, ihr seid auch eine Meisterwerkstatt, seid sogar jetzt prämiert. Ja. Der TÜV Süd hat euch getestet, sogar ganz gut. 100% habt ihr erreicht. Das ist richtig, genau. So, hier vorne, das ist natürlich das, wo man euch für kennt. Die Smarts, die rumfahren. Was ist das für ein Smart, der da steht? Das hier ist noch einer der letzten Verbrenner von 2019. Ansonsten sehen wir hier die komplette Sparte an Elektrofahrzeugen mit Vorfahrt, Cabrio, aber alles natürlich elektronisch betrieben. Die Verbrenner sehr gefragt. Sie sind sehr leicht, gerade für das Thema Wohnmobil. Ja, das stimmt. Die werden gerne mal mitgenommen für den Urlaub mit einem kleinen passenden Anhänger. Das ist richtig. So, SMP, Smart Service habt ihr immer noch, oder? Immer noch, natürlich. So, hier vorne stehen ein paar. Komm, wir gehen mal außen rum. Das hier ist die Mainzer Straße. Ihr seid ungefähr lokalisiert gegenüber des ehemaligen Möbel Martin. Da vorne ist der neue Möbel Martin, wenn man darüber guckt. Genau, und hier sehen wir noch die Reste des alten Möbel Martin, welcher abgerissen ist. Ja, da kommt ja vielleicht bald was Neues hin, wer weiß, ja, was denn hinkommt. Die Mainzer Straße, Ecke Brebacher Landstraße. Die meisten denken ja, ihr seid in der Mainzer Straße, oder? Die meisten, genau. Das heißt, haben wir immer Brebacher Landstraße, Ecke Mainzer Straße. Passt. Ihr habt viele Smarts da. Das reißt ja nicht ab, oder? Das wird auch nicht abreißen. Nee, dafür kennt man uns über zwei Jahrzehnte. Das hat uns geprägt und da bleiben wir auch dabei. Aber was ist das für ein Kunde, der einen Smart kauft? Der ist ja sehr kurz. Wie lang ist der Smart? 2,69 Meter, der Kleine. 2,69? Ja. Also der hier jetzt hier steht? Das, genau, der Kleine hier. Ist halt das perfekte Stadtauto. Von der Käuferschicht her ist es unterschiedlich. Von jung bis alt, von klein bis groß, also für alle, die was Kurzes suchen für die Stadt zum Parken und sagen, okay, den großen SUV oder andere lasse ich dann heute in der Garage stehen. Ja, was krass ist, der Werterhalt von uralten Smarts bringen noch einige tausend Euro, egal wie alt die sind. Du hast mehrere Smarts zu Hause? Ich habe selber 4 Stück, ja, genau. Welche hast du? Also meine Frau fährt einen Vorfahrt, dann habe ich einen kleinen Fortwo als Brabus, den älteren Vorfahrt noch als Brabus und ein Elektro. Brabus, ist das jetzt nur im Prinzip das Tuning der reinen Optik oder ist da noch mehr getuned bei Brabus? Beides. Das ist die reine Optik gewesen und natürlich auch die Motorleistung. Ja. So, hier steht auch ein großer. Wenn man das Ganze sieht, die sind wahrscheinlich vom Popo her gleich geparkt hinten, oder? Ich guck mal gerade, ja. Der Smart steht sogar noch ein Stück vor. Ja, ist ungefähr gleich, wie es da rauskommt. Das ist jetzt schon ein Viertürer, der hier vorne steht. Und dazu passend hast du dann den Ford, der hier vorne steht. Da siehst du auch mal hier den Überhang, oder? Ja, genau, richtig. Das ist ein schöner Größenvergleich. So, das ist einer schon von den Großen? Das ist jetzt, genau, ein langer. Das ist richtig. So, was steht hier, Baujahr? Was kann? Der ist jetzt gerade, ist jetzt 3 Jahre jung. Der 3 Jahre jung. ST-Line, wie er hier steht. Preis, was kostet er? Genau. So wie er hier steht, jetzt 25.480. So, auch mit einem Jahr Garantie. Ja. Das ist ja auch die Vorgabe gesetzlich. Und auch alle wenige Kilometer. Also jetzt hat es noch keine 30.000 Kilometer. Der Golf hier zum Beispiel hat gerade jetzt 10.000 Kilometer. Baujahr, was ist das? Junger. Das ist ein 220er. Moment, ich muss lügen. 219 sogar. 2019er Golf, ja, mit 10.000 Kilometer. Mit 10.000 Kilometer. Das heißt, da ist niemand gar nicht gefahren, oder? Nee, das ist richtig. Aber das haben wir einige hier. Ein Audi? Ja, der Audi A3 als Sportsback. Richtig, auch der hat 2,5 Jahre. Jetzt gerade mal mit knapp über 18.000 Kilometer. Ich muss mal blöd fragen, Sportsback heißt Kombi, oder? Ja, ich würde sagen, es ist so eine Mischung zwischen Coupé und Kombi. Ist etwas kürzer abgeschnitten. Ja. Das Ganze mal sehen. Das ist das Heck vom Audi, die mit drin sind. Ja, Leute, die hier vorbeifahren, die wundern sich schon. Ja, immer mehr große Autos. Das ist richtig. Das Ganze hat sich geändert. Vorher waren es nur Smarts und jetzt haben wir halt viele, viele andere Fahrzeuge. Wie zum Beispiel jetzt hier den Audi oder hier der unscheinbare C400. Sieht aus wie ein kleiner, aber ist die 400er Version mit 333 PS. 333, 6-Zylinder Turbo aufgeladen. 6 Jahre mit noch keine 30.000 Kilometer. Preis von dem?
Der liegt bei 34.980. Ja, achtfach bereift mit Alufelgen und auch volle Hütte. Der geht gut? Der geht super, ja. Der ist nicht zu erkennen, so von außen auf Anhieb. Nee, wie man sieht hier, Modell, Schriftzug, Entfall. Ja. Also dezent, so eine kleine Lustschleuder, die ich habe. Ja, ich fahre ja zurzeit 310 PS, das macht schon Spaß, aber 6 Zylinder ist nochmal eine andere Nummer, ne? Das stimmt, ja, das merkt man. Die 4 Zylinder, auch der 5 Zylinder, der jetzt rauskommt von meinem Fahrzeug, der ist auch schon mal besser. Viele bauen ja keine 6 Zylinder mehr, da kann man ruhig auf Gebrauchte zurückgreifen, ne? Das ist richtig, genau. Also die Ära von sowieso von 12 und 10 Zylindern ist schon fast ganz vorbei. Ja, da muss man halt so bei 6 oder 8 greifen, die es gibt. Das läuft bei euch wie geschnitten Brot. Das sind Fiat 500. In dem Fall hier eine ganz spezielle Version. Das ist die sportlichste Variante, da genau, mit 179 PS, der Abarth Competizione. 29.980 Euro. Also wer sich sowas kauft, der weiß natürlich, was er sich da antut, denn das ist ein richtig Spaßauto, oder? Der macht richtig Spaß, das ist richtig, genau. Cabrio 12.000 Euro. Genau, ein Audi A3 als Cabrio. Ansonsten haben wir auch noch dann zum Beispiel junge Tageszulassungen als Diesel für die Vielfahrer. Zum Beispiel hier den Opel Corsa. Ist auch noch eine Variante. Also meistens jung, teilweise schon ein bisschen älter. Das spielt keine Rolle. Du sagst ja auch hier der Opel zum Beispiel. Was ist das für ein Baujahr? Der Opel hier, der ist jetzt 2018. 2018. Ja, aber als Diesel und hat noch keine 60.000 Kilometer. So, als Cabrio, Coupé, wie es hier mit drauf ist. 16.480, auch ein tolles Auto für einen Fahranfänger, sage ich jetzt mal. Denn mit so einem Cabrio unterwegs zu sein, so als vielleicht 18-, 19-jähriges Mädel. Ja, das stimmt. Hätte ich mich gefreut, auch als Junge. So, wieder mal jede Menge Smarts, die dabei sind. Der ganze Hof ist voll. Es gibt ja angeblich keine Gebrauchten, ja. Das heißt, über eure Kooperation kommt ihr an tolle Gebrauchte ran. Das ist richtig, genau. Wir sind auch fleißig am Einkaufen, suchen deutschlandweit. Ja. So, das Ganze drehen wir heute am 6. Juli 2022, der Sommer. Jetzt geht es ja in die Sommerferien. Ihr merkt das schon so ein bisschen, die Leute sind weg? Oh, noch nicht unbedingt. Nee, es ist noch gut was los. Ja. Hier ein schöner, matte Lackierung. Das ist eine Sonderlackierung, genau, in Grey Matt. Und als Cabrio noch. Dein Tipp hier für die Fahrzeugpflege vom Lack? Keine Politur, ganz wichtig. Ansonsten muss man nichts groß beachten. Also man kann, auch wenn man in die Waschstraße fährt, das Heißwachsprogramm weglassen. Okay. Einfach weglassen. Ansonsten einfach nur mit einem Tuch drüber fahren, aber bitte nicht polieren. Das ist, glaube ich, dein großer Tipp. Das wäre der größte Fehler, den man machen kann. Das ist richtig. Für die Mattlacke. Ja, viele gehen ja hin und lassen sich ja die Fahrzeuge folieren. Das braucht man bei den Sachen hier jetzt nicht. Ja, wenn ich jetzt hier durchgehe, also ganz, ganz viele Autos. Man wird hier fündig. Viele kommen hier so auf den Hof, suchen sich ein Auto aus, kommen dann erst zur Marke Smart, weil die halt so klein ist von außen. Und wenn man sich dann reinsetzt, ein ganz anderes Feeling, oder? Das ist richtig, genau. Er wirkt und er ist so klein von außen, aber wenn man halt im Auto drin sitzt, hat man das Gefühl, wie wenn man in einem normalen großen Auto sitzt. So, hier vorne steht ein Cooper S. Auch der steht zum Verkauf? Auch der steht zum Verkauf, das ist richtig. So, was ist das für einer, Baujahr? Der ist 2019er. 19. So, der ist ja aber schick. Ja. So, der ist da. Man sieht alles bei euch natürlich live im Netz. Kann man sich das Ganze anschauen. Wir kaufen ihr Auto. Ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ist egal, was für ein Auto man hat. Ihr könnt entweder das Auto im Kundenauftrag verkaufen, ihr könnt es aber auch ankaufen, oder? Wir kaufen es in der Regel an, genau, richtig. Das heißt also, der Kunde hat eine Sache von vielleicht eine Stunde, zwei, ist hier vor Ort mit jemandem, den er gut kennt, weil viele Portale machen ja Werbung, sie kommen von weit her, wickeln das ganze Geschäft ab, oft wird der nachverhandelt, das ist dann sehr unangenehm, die stehen dann da schon mit dem Geld, haben gesagt, aber der Kratzer wurde ja nicht erwähnt, das kostet jetzt alles viel Geld, bei euch läuft es ein bisschen anders, oder? Der Kunde darf auch nochmal gehen, oder? Natürlich lassen wir den Kunden nochmal gehen, bei uns läuft das alles in Eigenregie und natürlich, klar, wir hatten Kratzer bewertet, aber jetzt nicht in dem Stile, wie das dann viele Portale machen. Oh, 22.480, eine ganz besondere Farbe, matt Perlmutt. Genau, richtig, in weiß matt. Also das kann man jetzt gar nicht so richtig darstellen. Ihr müsst euch das mal live angucken. Es schimmert so in einem richtigen Perlmutt-Effekt und das ist richtig toll. Ganz viele Lacke sind bei Smart auch, ich sag mal, mit einer speziellen Metallic-Lackierung drin, die in der Sonne erst so richtig zeigen, was sie können, oder? Ja, genau, richtig. Das ist bei dem Schwarzmetallic, aber das kommt jetzt wahrscheinlich nicht so zur Geltung, wie wenn ich es dann wirklich in live sehe. Kleine Cabrios habt ihr auch? Natürlich, hier, das kleinste Cabrio, Vollcabrio der Welt, 2,69 Meter mit Sonderanfertigung vom Verdeck, in extra in Grau, passend zur graumatten Markierung von der Farbe. Boah, ist das schön.
So, was kostet der? 26.000. Ist krass, was die noch an Wert erhalten. Also wenn du guckst, ich meine, ihr habt ja auch Marktpreise, könnt ihr nicht irgendwelche Mondpreise verlangen, die Smarts halten ihren Wert. Das ist richtig, genau. Man muss auch dazu sagen, der war auch weitaus teurer mit dieser absoluten Vollausstattung, als er noch neu war. Aber jetzt ist er hier, ist er jung und man hat schon eine sehr, sehr große Preisersparnis im einen Jahr. Was hat der gelaufen? Der hat jetzt 7.000 Kilometer. Also gar nichts. Nee. Gott. Auch die Motoren von Smart halten ewig, Heck angetrieben, das ist eine Besonderheit. Das heißt, die Fahrzeuge fahren wirklich toll, haben eine Elektronik mit drin, die das Ganze steuert. Ja, genau, richtig. ABS, ESP, sämtliche Hilfsmittel sind damit an Bord. Und da gibt es auch dann im Winter keine Probleme, was so viele die Befürchtung haben in Sachen Heckantrieb. Ja, ihr habt ganz viele Elektrofahrzeuge. Smart hat ja zuletzt nur noch Elektro gebaut oder baut nur noch Elektro im Moment. Das ist richtig, genau. Die Umstellung war bei uns als erster Hersteller 2019 erfolgt. Und seitdem gibt es ja nur noch die elektronischen Varianten. So, auch hier ein typisches Stadtauto als Ersatz für alles. Damit findest du A, überall einen Parkplatz, B, hast du ein günstiges Fahrzeug, was du an der normalen Steckdose aufladen kannst. Das ist richtig, genau. Der Smart braucht auch nicht lange, das heißt, eine komplette Ladung ist über Nacht definitiv erfolgt. An der Steckdose? An der ganz normalen Steckdose, sagen wir mal so 6 bis maximal 7 Stunden, dann ist er voll. So, hier vorne ist er. Smart V4, 82 PS. Der hat jetzt 10.000 Kilometer, 21.000 Euro für 4 oder 5 Sitzplätze. Was hat er? Das ist ein Viersitzer, wie es der Name sagt. Ja, genau. V4, ah, da kommt der Name her. Das werden jetzt viele schreien und sagen, ey Sven, hier in Brabus wieder. Das ist jetzt ein Kundenfahrzeug? Das ist ein Kundenfahrzeug und auch was ganz Spezielles, ein Brabus 125R. Also das sind alle. Der hat 125 Kubik, oder? Nicht ganz, PS. PS, der hat 125 PS? Ja, genau. Das sind auch alles Einzel-, also in dem Sinne Kleinserien, die gebaut werden. Und zwar, wie es der Name schon sagt, es gibt immer verschiedene Farbkombinationen und alle werden dann nur maximal 125 Mal gebaut. Sehr, sehr krass. Und der hat 125 PS? 125 PS, genau. Und sieht natürlich auch dementsprechend auch vom Heckansicht nochmal mit dem elektronischen Klappenauspuff. Dreirohr ist dann schon sehr aggressiv, der Kleine. Ich zeige ihn mal gerade, da ist er mit drauf. Ein Dreirohrauspuff, gut, da könnten jetzt viele sagen, der ist vielleicht nur einfach nur draufgeklebt. Ja. Der funktioniert aber wirklich, oder? Der funktioniert, das hört man auch, ja. Ja, all das ist jetzt hier. Mehrmarkencenter bedeutet auch, ich kann egal was für ein Auto reinbringen. Die Leute, ich sag mal, die kapieren das langsam, dass ihr also nicht nur Smart Service macht, sondern alles, oder? Das ist richtig, genau. Es hat ein bisschen gedauert, aber es ist normal, wenn man über 20 Jahre halt geprägt ist von einer Marke und das Ganze, ja, Kind hat halt ein bisschen laufen lernen, aber das läuft jetzt. Komm, wir gehen mal rein, guck mal, Arbeitsplatz von dir. Heute wäre eigentlich dein freier Tag. Du bist zum Dreh extra nochmal reingekommen. Das ist richtig, mache ich doch gerne. Dankeschön, da bin ich aber nett. Nett überrascht von dir. Da vorne stehen sie, die jetzt hier drinnen stehen. Das ist ja so ein Showroom, ist ja ganz nett, weil da könnt ihr die Fahrzeuge mal so richtig aufbereiten, könnt ihr stehen lassen. Draußen mit den Bäumen, das geht immer sehr schnell. Da bist du kaum hinterher und dann. Da ist man mit dem letzten fertig, dann können wir beim ersten wieder anfangen. Das ist richtig. Was ist das für eine Farbe? Das hier ist Lime Green. Lime Green, komplett. Genau, auch ein Elektro, der wurde jetzt gerade verkauft. Okay. Und sonst haben wir hier auch so ein breiteres Spektrum, halt hier nochmal eine A-Klasse mit Automatik, dann ein V4 als Elektro, hier steht eine Auslieferung, dann hier ein Sondermodell als Elektro namens Blue Dawn in Blau oder Sapphire Blue als matte Version. Fast schwarz, oder? Das ist schon fast schwarz, aber wenn jetzt die Sonne draufknallen würde, würde man das Ganze sehen, dass es ein richtig dunkles Blau ist. Ja, man kann es so ein bisschen, kann man es jetzt erkennen. Ja, wenn ich das Ganze begutachten möchte, lohnt sich der Besuch auf jeden Fall hier in der Brebacher Landstraße, Ecke Mainzer Straße, in Saarbrücken. Mainzer Straße, längste Straße von ganz Saarbrücken. Also Leute, die das erste Mal herkommen, von der Innenstadt anfangen, die wundern sich, da fährt man nochmal 10 Minuten, oder? Da hat man ein paar Meter, ja genau, ein paar Minuten, das stimmt. Ja, Christian Klein, vielen Dank für die nette Rundführung. Wenn auch Sie ein Auto suchen, am besten mal auf die Webseite gehen, SMP Automobilhandel. Und da habt ihr natürlich auch einen Link zu den wichtigsten Portalen, da sind alle Autos drin. Genau, da kann man auch sein eigenes Fahrzeug schon mal vorab bewerten, wenn es in Sache in Zahlungnahme geht. Ja. Das geht, ich gebe die Daten ein, Fahrzeugschein. Richtig, da öffnet es automatisch so ein Pop-up, da kann man die Daten eingeben und dann kriegt man schon so ungefähr einen Preis, wo die Reise hingeht. So, komm, wir gehen mal vorne, da vorne ist so die Direktannahme, das sind die Frauen, die ans Telefon gehen, die einen nett begrüßen. Ihr habt ja den Werkstatttest, habt ihr auch gerade gewonnen, 100%, ich habe es eben noch mal kurz erwähnt. Ihr kriegt lauter Auszeichnungen, Lächeln und so weiter. Bei euch ist ganz wichtig, die Leute sollen freundlich sein. Ja, genau. Also wir sind freundlich, die Leute sind freundlich, das passt alles. Bist du schon lange dabei? Ich bin, genau, seit 2008 jetzt. 2008? 2008, genau. Sehr schön. Also ein toller, begeisterter Mitarbeiter. Christian Klein, vielen Dank fürs Mitmachen heute am 6. Juli 2022. Tschüss. Tschüss.